Mit einem 2:1 für den FC Ingolstadt ging es hier in das Relegationsrückspiel. Immerhin hatte Wien Wiesbaden in der 96. Minute noch den Anschlusstreffer erzielen können. Zumindest etwas einfacher, die Möglichkeiten jetzt im Audi Sportpark auszuschöpfen. Die erste Möglichkeit nach einem Eckstoß für die Wiesbadener. Mockenhaupt liegt raus zu Schönfeld und der hämmert dann aus Spitzenwinkel drauf. Und Philipp Schauner muss das erste Mal nach 8 Minuten richtig eingreifen. Das war eine sehr gefährliche Szene und hätte hier den Wind gleich mal ganz anders wehen lassen können, aber der Ball wollte noch nicht rein. Etwas über 20 Minuten gespielt, nur die Schanzer, die abwartend spielten und nun endlich nach vorne mal in die Lücken stießen. Gauss zu Kutschke, der steckt drüber zu Lescano und es stand 1:0 für den FCI. 23. Minute, gut von Kutschke die Übersicht bewahrt und Kolke ohne Chance. Er verschuldete ja den Elfmeter vorm 0:2. Damals auch Torschütze Dario Lescano, der jetzt alle drei Tore der Ingolstädter in der Relegation erzielte. Vor der Pause dann nochmal die Möglichkeit, vielleicht sogar alles schon klar zu machen. Gauss zu Lescano, der wirklich mit Abstand beste und gefährlichste Spieler hier auf dem Feld. Die Ausgangslage änderte sich nun für Wiesbaden kaum, denn sie hätten so oder so zwei Tore gebraucht. Jetzt würde es mit diesen beiden Buden allerdings nur in die Verlängerung gehen. Trotzdem blieben sie dran und wollten schnell anschließen. Dafür auch Möglichkeiten für die Ingolstädter nach vorne mal was auszurichten. Und dann so ein Traumtor von Sonny Kittel. 51. Spielminute. Und das machte die Stimmung im Audi Sportpark natürlich deutlich besser und es nahm auch die Nervosität bei den Gastgebern. Dario Lescano immer wieder wichtig in Szene getreten. Kittel zu Gauss, Kutschke kommt nicht durch, Pledel fällt der Ball vor den Fuß und dann ist der Ball im Tor. 3:0 und das dürfte es nach menschlichem Ermessen schon gewesen sein. Nach 57 Spielminuten steht es hier 3:0 und der SVW in Wiesbaden brauchte nun 4 Tore. Sie versuchten es, sie reckten sich, sie streckten sich. So wirklich gefährlich wurde es kaum, denn wenn mal nach Standards über Sascha Mockenhaupt, der hier am ersten Pfosten steht, den Ball per Kopf aber nur ans Außennetz drücken kann und keine größere Gefahr für Ingolstadt. Nochmal der SVW in Wiesbaden. Immerhin der Ehrentreffer sollte her. 10 Minuten noch auf der Uhr. Daniel Kofi-Schere, der das 1:2 erzielte. Aber auch er war heute nicht vom Glück verfolgt. Und so ging es am Ende hier mit 3:0 zu Ende. Zu deutlich wird es wohl lauten am Ende in den Zeitungen. Aber es reicht dem FC Ingolstadt aus, hier gewonnen zu haben. Die Art und Weise ist egal und wer mit 3 Toren Abstand gewinnt und Hin- und Rückspiel auch siegreich gestalten kann, der bleibt dann wohl auch verdient in Liga 2.